שלום, אנחנו בשיעור בנושא הכל מושג בכוח התפילה. אנחנו קוראים קטעים נבחרים מן המקורות ונמצאים בקטע מספר... Guten Tag, wir sind beim Unterricht zum Thema Alles wird durch die Kraft des Gebetes erlangt und wir sind beim Zitat der Textstelle 3. Rabbi schreibt, ein Gebet ist aber dem Herzen. Das heißt, da die Wurzel des Herzens des Menschen der Wille zu empfangen ist, braucht er das Gegenteil. Das heißt, dass es nur zum Geben und nicht zum Empfangen arbeitet. Daraus folgt, dass er viel Arbeit hat, um es umzukehren. Und da dies gegen die Natur ist, muss man zum Schöpfer beten, damit er einem hilft, aus seiner Natur herauszukommen und in das einzutreten, was als über der Natur stehend erkannt wird. Nochmal Zitat 3. Ein Gebet ist Arbeit im Herzen. Das heißt, da die Wurzel des Herzens des Menschen der Wille zu empfangen ist, braucht er das Gegenteil. Das heißt, dass es nur zum Geben ist und nicht zum Empfangen arbeitet. Daraus folgt, dass er eine viel Arbeit hat, um es umzukehren. Und da dies gegen die Natur ist, muss er zum Schöpfer beten, dass er ihm hilft, aus seiner Natur herauszukommen und in das einzutreten, was als über der Natur stehend erkannt wird. Fragen bitte? Keine Fragen. Also gut. Wenn alles klar ist, dann ist es sehr gut. Ah, wir haben noch Petach Tikva 12. Rav, es gibt Zustände, wo man sehr Genuss hat an einem egoistischen Empfangen. Wie können wir dazu gelangen, darum zu bitten, rauszukommen? Nur mit Hilfe des Umfeldes. Lerne die Artikel, lese diese, was dort geschrieben steht, nur mit Hilfe des Umfeldes. Die Zwischenzustände zwischen um zu empfangen und um zu geben, das kann man nur ändern durch das Umfeld. Petach Tikva 19. Sagt, das Gebet ist Arbeit im Herzen. Danach haben sie gesagt, wenn wir Mann erheben, ist das unser Gebet. Also wie kann man das miteinander verbinden? Das Gebet im Herzen und die Erhebung von Mann. Bei der Erhebung von Mann bittest du den Schöpfer, dass er dir hilft, sich in dem zu befinden, um zu geben. Also das, was jetzt in der Ukraine und in Russland geschieht, was müssen wir jetzt denken? Katastrophaler Zustand. Ich bitte dich, das uns nicht zu verwirren. Hat das keinen Bezug? Du befindest dich dort nicht, in deiner Arbeit. Du bist nicht verbunden mit diesem ganzen System. Ich bin nicht einverstanden, darüber zu sprechen während des Unterrichts, oder wir sind nicht damit einverstanden, darüber jetzt zu sprechen und zu diskutieren. Auf Wiedersehen. Rav, was ist die große Arbeit, um den Willen zu empfangen, umzukehren, um das Herz umzukehren? Damit dieses zu nutzen, um zu geben, dass diese einverstanden ist, dass wir einfach, dass dieses einverstanden sind, dass wir das überzeugen. Warum wird das als große Arbeit oder als viel Arbeit bezeichnet? Ist das etwa keine große Arbeit, das Verlangen zu empfangen, zu nutzen, um zu geben? Wie kann sowas sein? Also sagen wir mal, gib mir mal ein Beispiel, dass jemand nutzt, sein Verlangen zu empfangen, damit er jemand anders geben kann. Das ist nur mit Hilfe von der Liebe. Nur mit den Mitteln der Liebe, wenn du jemanden liebst und dieser jemand, der ist dir wichtiger als die Nutzung des Empfangens zu empfangen, dem deinem für dich selber, nur dann kannst du ihm geben. Und das ist in so einem normalen, materiellen Verständnis. Aber in der Spiritualität brauchst du das höhere Licht, die höhere Kraft, die dir die Fähigkeit gibt, dich zu jemand Fremden zu beziehen, auf so eine Art und Weise, dass dieser dir wichtiger wird, als du dir selber.
dass du fühlst, du spürst ihn, dass er näher zu dir ist, als du es selber zu dir bist. Dann kannst du ihm geben, das ist das echte Geben. Also ist es. H10. Danke, Rav. Es heißt, es ist eine harte Arbeit. Meine Frage ist, wenn man versucht und versucht und versucht, bis man dazu gelangt, aber nichts geschieht, nichts passiert. Man bekommt solchen Ärger, bis man explodiert zum Schöpfer. Ja, dazu musst du kommen, genau dazu musst du kommen, dass in deinem Bauch dieser Wunsch explodiert. Karmiel. Guten Tag, Rav, guten Tag, Freunde. Rav, unsere Umgebung wirkt auf uns. Wovor sollten wir uns bewahren? Die ganze Zeit darüber nachdenken, wie man den Freund erhebt, wie man die annähert zum Schöpfer. Und dann wirst du hinter denen hergezogen, Dudi. Zitat Nummer 4. Das Wichtigste ist das Gebet. Das heißt, der Mensch muss den Schöpfer bitten, ihm zu helfen, über den Verstand zu gehen. Das bedeutet, dass die Arbeit mit Freude geschehen soll, als ob er bereits mit dem Verstand der Kedusha belohnt worden wäre. Und welche Freude er dann empfinden würde. Ebenso sollte er den Schöpfer bitten, ihm diese Kraft zu geben, damit er über den Verstand des Körpers hinausgehen kann. Mit anderen Worten, obwohl der Körper der Arbeit um des Gebens willen nicht zustimmt, bittet er den Schöpfer, mit Freude arbeiten zu können, wie es sich für jemanden gehört, der einem großen König dient. Und er bittet den Schöpfer nicht darum, seine Größe zu zeigen, und dann wird er gerne arbeiten. Vielmehr bittet er den Schöpfer, ihm Freude an der Arbeit über den Verstand zu geben, sodass sie für den Menschen genauso wichtig ist, wie wenn er bereits Verstand hätte. Nochmals Zitat Nummer 4. Nochmal. Das Wichtigste ist das Gebet. Das heißt, der Mensch muss zum Schöpfer beten, ihm zu helfen, über den Verstand zu gehen. Das bedeutet, dass die Arbeit mit Freude geschehen soll, als ob er bereits mit dem Verstand der Kedusha belohnt worden wäre. Und welche Freude er dann empfinden würde. Ebenso sollte er den Schöpfer bitten, ihm diese Kraft zu geben, damit er über den Verstand des Körpers hinausgehen kann. Mit anderen Worten, obwohl der Körper der Arbeit und des Gebens willen nicht zustimmt, bittet er den Schöpfer, mit Freude arbeiten zu können, wie es sich für jemanden gehört, der einem großen König dient. Er bittet den Schöpfer nicht darum, seine Größe zu zeigen, und dann sodass er dann gerne arbeiten würde. Vielmehr bittet er den Schöpfer, ihm Freude an der Arbeit über dem Verstand zu geben, sodass sie für den Menschen genauso wichtig ist, wie wenn er bereits Verstand hätte. Das heißt, dass er bittet für sich keine Belohnung, keine Lohn, keine Geschenke, keine Preise, sondern einfach sich zu befinden über den Verstand, sich zu befinden, um zu geben und nicht mehr als das. Petach Tikva 3. Was bittet man den Schöpfer hier? Dass ich den Schöpfer bitte, zu sein, nur um zu geben, ohne jegliche Belohnung dafür. Nichts. Nur, dass ich von mir und nach außen habe, die Handlung, um zu geben, das ist für mich
das größte Geschenk, das größte Lohn, der größte Preis. Und das wird Freude bezeichnet? Und ich freue mich bezüglich dessen, dass ich so ein Verlangen habe. Warum aber auch nicht? Warum nicht? Das ist klar, weil der Körper sich dagegen wehrt. Ja, dann bitte ich, und nicht achtend, dass der Körper sich dagegen wehrt, dass ich die Kraft habe, mich nur im Geben zu beschäftigen. Gestern haben Sie Alekber aus der Türkei so einen Ratschlag gegeben, dass er die Anweisungen der Kabbalisten in Freude ausführen soll. Gibt es irgendetwas, was der Mensch tun kann, um sich dem zu nähern und dem zuzustimmen? Ich glaube, dass wir lernen und lesen darüber überall. Also jeder durch die Frage, die in ihm aufkommt, kann die Ratschläge suchen, wie er fortfahren soll mit der Arbeit. Darin liegt die Frage. Mark 17. Ich möchte fragen, wozu brauchen wir eigentlich all diese Ein- und Austritte, diese Auf- und Abstiege? Warum hat der Schöpfer das nicht so gemacht, dass wir einmal aus der Tiefe des Herzens bitten? Das ist das, was wir brauchen. Du bist hundertprozentig im Recht. Bitte aus der Tiefe deines Herzens, so wie du das hier gerade sagst, dann wirst du keine Probleme haben. Versuch das. Voran. Dass dann wieder alles vom Neuen anfängt. Wenn du aber bittest, dann bis zum Ende in deinem ganzen Verlangen, dass alles umgewandelt wird, um zu geben. Du wirst dich gleich heben in die Endkorrektur, wenn du bittest bezüglich deines ganzen Verlangens, dass das so sein wird. Das ist klar. Versuch das so und dann wirst du uns erzählen, wie es bei dir funktioniert hat, dass du auf einmal alles korrigiert hast. Also weiter, Dudi. Start Nummer 5. Er muss zum Schöpfer beten, dass er ihm hilft, sodass er mit geschlossenen Augen an die Arbeit gehen kann und nichts braucht. Trotz des Widerstands des Körpers dagegen alles um des Schöpfers Willen tun kann. Das heißt, er gibt dem Schöpfer keine Ratschläge, wie er ihm helfen soll. Vielmehr muss er sich selbst unterwerfen und vor dem Schöpfer bedingungslos annullieren. Da er aber seinen Körper nicht überwinden kann, bittet er den Schöpfer, ihm zu helfen, den Krieg gegen den Trieb zu gewinnen, da er um seine Niedrigkeit weiß. Nochmals. Er muss zum Schöpfer beten, dass er ihm hilft, sodass er mit geschlossenen Augen an die Arbeit gehen kann und nichts braucht und trotz des Widerstands des Körpers dagegen alles um des Schöpfers Willen tun kann. Das heißt, er gibt dem Schöpfer keine Ratschläge, wie er ihm helfen soll. Vielmehr muss er sich selbst unterwerfen und vor dem Schöpfer bedingungslos annullieren. Da er aber seinen Körper nicht überwinden kann, bittet er den Schöpfer, ihm zu helfen, den Krieg gegen den Trieb zu gewinnen, da er um seine Niedrigkeit weiß. Kiew 3. Kiew 3. Guten Tag, Rav. Wir haben eine Frage eines Freundes. Wenn wir über Auf- und Abstiege sprechen, sind das Auf- und Abstiege der Wichtigkeit und des Verlangens zwischen uns? Natürlich.
Dadurch messen wir die Auf- und die Abstiege, inwieweit es wichtig ist, für uns zusammen zu sein, im Auf- oder Abstieg. Das ist egal, in welchem Zustand wir uns befinden. Das Allerwichtigste ist, dass wir zusammen sind, weil es kann sein, dass wir uns befinden zusammen noch tiefer. Aber bezüglich dessen haben wir Vorteile bezüglich der Bereitung, der Zufriedenheit dem Schöpfer, als wenn wir oben wären. Das heißt, das Allerwichtigste ist, dass wir zusammen sind, zu vereinen unsere Gebete aus allen Herzen in ein Herz und dieses zu richten an den Schöpfer. Wir wollen, dass der Schöpfer sieht, das, was wir in unseren Herzen haben. Und dass die wie ein Herz sind. Und wenn nicht, dann soll uns helfen, in einem Herz uns zu befinden. Das ist das, was wir brauchen. Rumänien 1. Good morning, Rav, friends. What does it mean to do everything for the sake of the... Guten Morgen, Rav. Guten Morgen, Freunde. Was bedeutet es alles, um des Schöpfers Willen, zum Wohl des Schöpfers zu machen, wenn wir ihn aber nicht begreifen, nicht erfassen? Wendet euch an ihn und mit Hilfe der Wendung, dass ihr euch richtet an ihn, werdet ihr ihn wahrnehmen. Wir haben keinen anderen Weg, ihn zu offenbaren, als immer ihn zu nerven und solche Nerven auf die Nerven gehen, dass wir ihn mehr und mehr zu uns anziehen. Bis, wie es geschrieben steht, ich will, und dann hilft er uns. Wir müssen bitten sehr oft, bis wir uns miteinander verbinden in unserer Bitte und uns richten an den Schöpfer in dieser Bitte, und dann wird es passieren. Haifa 1. Guten Tag, Rav. Am Ende des Abschnittes sagt er, deshalb bittet er vom Schöpfer, ihm zu helfen, den Krieg gegen den Trieb zu gewinnen, da er um seine Niedrigkeit weiß. Ich fühle aber nicht, dass ich niedrig bin. Wie kann ich meine Niedrigkeit sehen? Ist das eine Bedingung fürs Gebet an den Schöpfer? Du kannst den Freunden geben. Ich kann ihnen ein Beispiel liefern. Du müsst dich den Freunden ein Beispiel zu geben, inwieweit du denen geben willst? Ja. Also dann wunderbar, dann mach weiter. Weil im Prinzip müssen wir zu so einer Bitte kommen, dass es nichts gibt, was schlimmer sein kann, als wir es sind, dass wir festlegen, dass wir nicht in der Lage sind zu geben, und deswegen richten wir uns an den Schöpfer. Das heißt, sollten wir uns daran erinnern, dass wir niedrig sind, obwohl wir nicht niedrig sind? Nein, das wird nicht helfen. Diese Entscheidung nützt nichts. Wir müssen Handlungen bezüglich des Gebens durchführen und feststellen, dass wir nicht können. Und dann richten wir uns an den Schöpfer und bitten um die Korrektur. Und so, als ob, nein, das ist nicht gut. Das ist eine Lüge. Darf ich noch eine kurze Frage stellen? Im gestrigen Unterricht haben Sie gesagt, dass wenn man bittet, sollte man prüfen, warum man bittet. Denn vielleicht weißt du gar nicht, dass du um eine Nadel bittest, um dein Auge zu kratzen. Also diese Klärungen, sie sind ja unendlich. Hier gibt es keine Frage und keine Antworten. Unendlich oder unendlich. Wir müssen weitermachen, bis wir nicht das Ende erreichen. Petach Tikva 18. Shalom an alle. Hallo Yochai. Sagen wir, ein Freund fühlt sich niedrig. Wirklich wie eine Grube ohne
ohne Ende. Und das ist, dass mein Tod mir lieber wäre als mein Leben, aber das erzeugt noch immer keine Bitte an den Schöpfer. Was ist da der Ratschlag? Worin liegt die Frage? Mach weiter, weitermachen. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Dann du mehr und mehr prüfst deinen Zustand, deine Richtung, ob das genau ist, ob du präzise ausgerichtet bist zum Ziel, ob du dich zum Schöpfer richtest, ob du mit den Freunden verbunden bist, mit denen zusammen du mit irgendeiner Bitte dich an den Schöpfer richtest. Hier gibt es Prüfungen. Diese Details muss man zusammen verbinden und dann wird es passieren. Moskau 7. Ich würde das gerne präzisieren. Ich führe Handlungen des Gebens in der Gruppe aus. Und dann in diesem Augenblick stelle ich fest, hier offenbart sich ein Verderben. Und ich fange an zu bitten. So sagen Sie bitte, worum muss ich in diesem Augenblick bitten? Muss ich darum bitten, dass er mich korrigiert? Oder um Verbindung bitten? Wie genau wende ich mich an den Schöpfer? In Bezug zu dem, was das Herz offenbart. Ich kann dir nichts anderes sagen, mein Freund. Nur in Bezug dessen, was dein Herz wie dieses dich ausrichtet und dich offenbart. Ja, aber das Herz stößt an der Wand an. Es sieht, dass es gar keine Möglichkeiten hat. Das muss man auch herausfinden, inwieweit du beim Schöpfer bittest, dass er dich korrigiert. Dass er nicht dich korrigiert, sondern dein Einschluss in die Freunde korrigiert. Das Gebet muss ein Gebet sein von vielen in Bezug zu der Gemeinschaft. Für den Zehner. Woman Internet, Frauen. Moskau 18, wie bittet man den Schöpfer um Hilfe, ohne ihm Ratschläge zu geben? Also das macht auch nichts. Wenn wir darüber sprechen, was wir denken, was sein sollte, aber das muss auf so eine Art und Weise passieren, dass auch indem wir unser Egoismus annullieren und das so ist, dass ich das so will oder so will, aber ich bitte den Schöpfer, dass er mich annulliert, diese meine Verlangen, dass wir richtig in der Lage sind, richtig zu bitten. Muss der Mensch wissen, dass er tatsächlich gibt, um in Freude zu sein? Der Mensch muss wissen, dass er wirklich gibt, ja? Aber nicht dafür, dass er sich in der Freude befindet. Kann. Und wenn ich auch bitte und keine Antwort bekomme und auch Bezug dessen, dass ich die Verbindung mit dem Schöpfer habe, ich bitte und darüber muss ich mich schon freuen. Deswegen kann es nicht sein, dass wir solche Momente haben, dass wir uns nicht in der Freude befinden. Das ist schon eine Klipa, ein Verlangen zu empfangen, von welchen wir weglaufen müssen. Bedachtigwa 10, damit das Herz für das Gebet offen ist, worum sollte man dann den Schöpfer bitten, mir das Herz zu öffnen? Zu bitten den Schöpfer, dass er die Herzen der Freunde offenbart, öffnet. Gibt es keine weiteren Fragen mehr? Keine weiteren Fragen? Ich habe gut, danke den Frauen für eure Anteilnahme. Danke, Frauen, für eure Anteilnahme. Also ich bin begeistert von euren Fragen und sehe, was für eine große Arbeit die Frauen durchführen. Das ist sehr, sehr wichtig für uns alle. Also das ist alles. Im Prinzip beenden wir den Unterricht.
an dieser Stelle, du, die willst du weitermachen? Warum guckst du auf mich? Wie sie wollen. Nein, ich bin schon müde, ich bin schon alt. Also, wir haben noch zwei Nudniks. Kiew 3. Рав не могли просто не задать этот вопрос. Женщины наши киевские собрались, написали обращение к вам. In Kiew haben sich unsere Frauen versammelt und haben ihnen einen Brief an sie geschrieben. Rav, es gibt einen sehr komplexen Zustand in der Ukraine. Wir stehen kurz vor einem Krieg. Wir sind Ihnen bitte darum, uns zu helfen. Helfen Sie uns und dem ganzen Weltkrieg, das ist Schöpfer richtig zu wenden. Das ist richtig. Wir können uns an den Schöpfer richten, wir alle zusammen, mit der Bitte von uns allen zusammen. Und es ist egal, was für ein Teil der Menschheit, zu welchem Teil der Menschheit jeder von uns gehört, dass der Schöpfer stattdessen, dass er einen Krieg zulässt zwischen uns. Ist klar, dass er das macht, dass er stattdessen er den Frieden mit Hilfe der Verbindung zulässt und nicht mit den Mitteln des Krieges, weil alles offenbart sich mit den Mitteln der Korrektur, mit den Mitteln der Verbindung. Aber wir wollen, dass die Korrekturen gut sind. Gut sind gute Chassadim. Darüber bitten wir und beten wir. Das ist echt nicht so klar in dem Gebet, wenn wir bitten, gute Chassadim, weil Chesed ist schon das Gute. Nein, Chesed ist alles, was von oben gemacht wird. Das ist diese ganze Güte, die ganze Barmherzigkeit, sogar die schlimmen Sachen. Das ist auch die Barmherzigkeit, die Milde. Aber wir wollen, dass diese Korrekturen sich uns zeigen, wie gute Chassadim, die gute Güte, das ist das, was wir bitten, dass wir in diesen Chassadim fühlen, die Wahrheit. Nicht, dass jemand mehr Recht hat oder weniger Recht hat und jeder will so stolz sein und will den anderen runterbringen. Nein, wir wollen die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass der Schöpfer verbleibt zwischen uns, dass wir verbunden sind und voll sind der Offenbarung des Schöpfers, den Geschöpfen. Rav, bitte noch etwas. Gibt es außer dem Gebet noch etwas, was wir jetzt hinsichtlich Verbreitung noch tun können? Nur das Richtige und das gute Gebet. Und dieses festzulegen, und man kann es auch publizieren, aber man muss es überprüfen, dass es nicht schadet. Wenn ihr etwas schreiben wollt, dann schickt es zuerst. Wohin können wir das schreiben? Schicken? Es gibt die Mannschaft boldwordkli@gmail.com. Schickt es dorthin. Also, selber solche Sachen nicht verbreiten, nicht publizieren. Vielleicht könnt ihr das richtig auch schreiben, aber die Leute werden glauben, dass wir irgendwas schaden oder die anderen irgendwie vom Verstand bringen wollen. Petach Tikwa 29. Rav, es steht geschrieben, dass man dem Schöpfer keine Ratschläge geben sollte, wie er einem helfen sollte, sondern man muss sich unterwerfen. Für gewöhnlich bitte ich doch etwas Besonderes. Wo zählt ich? Man spricht hier darüber, dass du nur dich beugen willst und nicht versuchst, Fragen zu stellen am Ende des Unterrichts. Also, viel Erfolg. Gut, unsere Aufzeichnungen heute von 9.30 Uhr bis 10 Uhr haben wir das Programm der Neuigkeiten mit Rav von 10 bis 11 das Redaktionsmeeting aufgezeichnet. Danke an alle Zuseher und schönen Tag.
place of bestowal, in the heart of attack, ever in the unbounded wings of love at our back. Dankbar komm der Spia, in der Wald Gefahr, all der Zuflergia, Schand im Zettava. El sentimiento es igual, elevamos el mal, corazones unidos, así venceremos el mal. Corazones unidos, la conexión es real. За нас мир обратится в Амбу, если мы не проснемся сейчас. Мир обратится в Амбу, если мы не проснемся сейчас. En los tiempos del Zohar, la fe y la redención, avanzando con fuerza, un hombre con un corazón. Перед тем мы едины, перед тем мы больны, мы окрыленные светом, вечной любовью полны. Carry us to the place where we stand face to face. In eternity's moment, in our brother's embrace. In eternity's moment, in our brother's embrace. La conexión es real, la conexión es real.